Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein gemütliches Raclette passt zu dieser Jahreszeit wie ein paar warme Händchen. Darum zum Anfang gerade mal eine gute Nachricht. Coop offeriert Ihnen diese Woche Schweizer Raclette-Käse zum Aktionspreis. Jetzt aber alles einmal der Reihe nach. Jedes Stück Käse, das Sie und ich in einem Coop-Laden kaufen, kommt aus dem Coop-Käsezentrum in Kirchberg. Vielleicht ist Ihnen das markante Gebäude im Grünen kurz vor Bern schon mal aufgefallen, wenn Sie auf der Autobahn vorbeigefahren sind. Die verschiedensten Sorten aus der ganzen Schweiz werden dort nach dem Einkauf bei den Vertragskäsereien das erste Mal ein paar Monate sorgfältig gelagert und intensiv gepflegt. Bei idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit reifen da Zehntausende von Tilsiter, Appenzeller, Greyerzer oder Emmentaler bis zu dem Tag, wo sie portioniert, verpackt und in ihren Coop-Laden transportiert werden. Auch Raclette-Käse aus verschiedenen regionalen Käsereien wird im Coop-Käsezentrum gepflegt und gelagert, bis er dann in grösseren oder kleineren Blöcken oder noch bequemer in schon vorgeschnittenen praktischen Portionen verpackt wird. Der Raclette-Käse von Coop heisst übrigens Racletto und neu und nur bei Coop gibt es ihn jetzt auch mit Peperoni. Für alle, die schon lange kein Raclette mehr gemacht haben, so quasi zum Auffrischen noch ein paar Tipps zu dem Thema. Pro Person nimmt man etwa 200 Gramm Raclette und 200 bis 250 Gramm Geschwelte. Dazu passt auch ein knuspriges Bauernbrot oder ein Baguette. Nicht fehlen dürfen selbstverständlich die pikanten Cornichons, Silberzwiebeln oder Mixed Pickles. Die Rinde sollte man beim Raclette ja nicht abschneiden. Die wird beim Schmelzen nämlich schön knusprig und ist sehr aromatisch. Hingegen muss man darauf schauen, dass der Käse nicht verkocht und das Fett ausschaut. Das wäre dann schade um das schöne Raclette. Zum Abrunden von dem Ur-Raclette empfehle ich Ihnen übrigens einen knackigen Salat zur Vorspeise und frische Früchte oder einen Fruchtsalat zum Dessert. Sie werden sehen, das passt dann alles wunderbar zusammen. Echte Neuheiten sieht man heute leider selten. Im Markenfenster haben wir heute aber ein Produkt, das diese Bezeichnung absolut verdient. Dieser Burger schmeckt, denn er ist aus Getreide und Gemüse. Am besten wird er mit Salat serviert, nachdem er 10 Minuten ohne Fett gebraten hat. Den Burger Vegetal gibt es in 4 Sorten von Bär, exklusiv bei Coop. Burger Vegetal ist stark und macht stark. Nicht ganz so neu wie der Burger Vegetal sind Fischstäbli. Die kennt man schon lange in der 8er und 16er Packung. Neu gibt es bei uns jetzt von Goldstar Fischstäbli aus Dorschfilet im günstigen 1 Kilo Beutel. 40 knusprige Fischstäbli haben drin Platz. Und damit man trotzdem nur so viel aufs Mal rausnehmen muss, wie man auch wirklich braucht, kann man die Beutel mit einem Griff wieder verschliessen, schnell und problemlos, und es bildet sich kein Eiskristall. Neben diesen Fischstäbli finden Sie bei uns in der Tiefkühltruhe auch Dorschfilet von Goldstar. Und was Sie mit denen in der kürzesten Zeit können auf den Tisch zaubern, verratet jetzt Ihnen einmal mehr der Armin Amrain, Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Grüezi miteinander. Die gefrorenen Dorschfilet taue ich zuerst auftauen, dann leicht würzen und im Mehl, im verschlagenen Ei und zum Schluss in den gekoppelten Mandeln innen drehen. Nachher in Manken goldgelb braten. Der Reis in der Gemüsebouillon zudeckt garen und ab und zu mit einer Gabel lockern. Zuletzt ein bisschen Ananassaft und Ankenwürfel in die Runde mischen. Dann Bananen- und Ananasstückchen, eingeweichte Sultaninen und ein paar geröstete Pinienkerne drunter rühren. Den Früchtereis auf die vorgewärmten Teller verteilen, das Dorschfilet im Mandelmantel darauf anordnen, mit einer Currysoße umgiessen und mit Früchten und gehackten Pistazien garnieren. Das Rezept können Sie ab sofort nachschauen auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Probieren Sie es doch mal aus. Sie werden sehen, es lohnt sich. Der Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock mit Dorschfilet im Mandelmantel. Ich bin überzeugt, dass Sie sich auch das Rezept gemerkt haben. Aber auch beim nächsten Beitrag lohnt sich aufzupassen. Diese Aktionen haben es nämlich in sich. Schweizer Raclette-Käse Racletto zum Beispiel am Stück kostet pro Kilo nur 14,90 €. Und Goldstar-Fischstäbli aus Dorschfilet pro Kilo nur 7,50 €. 3 Pack Hösli-Windeln Fixis Ultra 3 für Boy oder Girl nach Wahl gibt es 22 Franken günstiger. Außerdem offerieren wir Ihnen das Bratpfannenset mit Teflon 2 Beschichtung für unglaubliche 15 Franken. Und dann noch der Go-Preisabschlag. Für 500 Gramm Schweizer Honig zahlen Sie ab sofort nur noch 9,90 €. Auch das Coop-Restaurant macht Ihnen ein außergewöhnliches Angebot und lädt Sie ein zu Sauerbraten mit Herdöpfelstock und Rotkraut für nur 9,90 €.
Bei Radio TV Steiner ist Sonderverkauf. Das heisst für sie super Angebot zu unschlagbaren Preisen. Der Toshiba VHS Videorekorder zum Beispiel mit Showview, Hyperband-Tuner, 48 Senderspeicher und zahlreichen weiteren Funktionen kommen sie für 498 Franken über. Sie sparen bei dem Kauf also 300 Franken. Wäre doch ein Besuch bei Radio TV Steiner wert, oder nicht? Ich bin für heute am Schluss. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit haben zum Zuschauen. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.